zusammen weggehen, ja? Er beleidigt unser Volk. Sie fühlt sich auch einsam. Hör auf! Scheiße, Mann! Willkommen im Club. Willkommen! Warum ist er tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Mit wem haben Sie beim Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Ja, erstmal ist es ganz wichtig zu sagen, dass es tatsächlich kein dokumentarischer Film ist, sondern rein fiktiv, aber dass er sich an der Geschichte von Werner Teske orientiert. Und Werner Teske ist der letzte zum Tode verurteilte DDR-Bürger, der 1981 noch verurteilt und wurde und auch, also das Todesurteil wurde auch vollstreckt. Und das ist sozusagen der Kern, also die, ich war ehrlich gesagt überrascht, also mir war das nicht bewusst, dass es in der DDR überhaupt die Todesstrafe gab und dass sie auch so lange noch vollzogen wurde. Wobei man dazu sagen muss, dass offiziell wurde der Tod in seiner Zelle aufgefunden. Also das kam dann erst später raus, auch durch die Aufzeichnung des Gerichtsprozesses und so. Dass er tatsächlich verurteilt wurde. Und ja, und ich meine, diese Tötungsmethode, Nahschuss, daher rührt halt der Titel, galt in der Zeit als humaner, zu sagen, man weiß nicht, wann man getötet wird. Und dann war es tatsächlich so, der wurde in eine private Wohnung geführt, eine leerstehende Wohnung, und der Henker wartete hinter der Tür und hat ihn dann aus nächster Nähe von hinten in den Kopf geschossen. Ich kann eigentlich immer nur auf eine Figur darüber schließen, wie sie sich in den jeweiligen Situationen verhält. Und ich finde es interessant, dass der Film eigentlich anfängt, damit jemanden zu zeigen, der sehr für seinen Beruf brennt und der dann aber für die Staatssicherheit verpflichtet wird und erst gar nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht und da auch relativ naiv reinstolpert und dann aber relativ schnell auch moralische Skrupel kriegt. Und das ist halt interessant, so jemanden zu zeigen, weil es halt auch was über das System erzählt. Also wie dieses System funktioniert, weil man sich ja immer fragt, rückwirkend, wie konnten so viele Leute dieses System stützen und warum waren denn so viele bei der Staatssicherheit? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Anspruch des Films, das nachvollziehbar zu machen. Also dass man sagt, da geht jemand dann tatsächlich auch über die eigenen Grenzen und verrät seine Ideale und wird sich untreu und macht sich auch schuldig, aber aus einem Zwang heraus. Also da gibt es eine Schlüsselszene, wo er gebeten wird, jemanden zu bespitzeln. Und er hat gesagt, das kann er nicht. Und dann sagt das Gegenüber, ja, dann sieht es mit der Operation deiner Mutter nicht gut aus. So, und das finde ich so das Zentrale an dem Film eigentlich, ja, nachvollziehbar zu machen, wie es dazu kommt, dass man Teil dieses Systems wird. Ja, es ist wirklich interessant, weil David Striso, den kenne ich aus der Schauspielschule. Also mit dem war ich nicht nur auf einer Schauspielschule, sondern ich war mit David in einem Jahrgang. Das heißt, wir haben zusammen studiert, 4 Jahre. Und ja, ich war schon immer, ich habe David schon immer wahnsinnig bewundert, so für das, was er ist und wie er spielt. Und ich finde, er hat so eine Eigenart, auch so in der Erscheinung. Und es war interessanterweise schon so bei uns im Jahrgang, dass man sehr wohlwollend dem anderen gegenüber war und dass wir nicht in einer großen Konkurrenz zueinander standen und dass man sehr früh damit angefangen hat, auch den anderen in seiner Eigenart zu bestätigen. Und dass sowohl David als auch ich kein Problem damit haben, dem Gegenüber zu sagen, hey, ich finde das super, was du da spielst, so ohne, ja, das ist, dass man sich immer so aneinander abarbeitet oder gegeneinander spielt im schlechtesten Fall. Und ich glaube, David und ich spielen einfach sehr gerne miteinander und wir freuen uns einfach, wenn wir ein Projekt zusammen haben, und das ist dann wirklich die absolute Lust, und es kommt aber aus so einer Zugewandtheit. Und trotzdem hat man natürlich auch Spaß, den anderen zu fordern, ja, aber im Grunde würde ich mal behaupten,
dass wir uns beide eigentlich die ganze Zeit nur aneinander erfreuen. So. Und dass es dann einfach ein ganz schönes Arbeiten ist. Bei Luise war es ganz anders, weil die kannte ich gar nicht. Und ich hatte nicht mal einen Film mit ihr gesehen vorher und war dann doch sehr beeindruckt, wie frei und offen sie ist. Ich finde die so, die hat so was Anarchisches auch in der Spielweise, dass sie so manchmal so ganz komisch, so impulsiv reagiert. Und das beeindruckt mich total, weil ich merke, dass sie da so aus so einem gestalterischen Moment rauskommt, ja, und dann wirklich, ich weiß auch, die hat sich dann immer versprochen beim ersten Drehtag bei der Hochzeit und da mussten wir immer so lachen, aber das ist ja auch immer wieder passiert und sie musste aber auch selber drüber lachen und ich habe so gemerkt, wie dann nicht sozusagen der Schauspieler sich irgendwann einschaltet und sich dann vielleicht aus so einem Ehrgeiz heraus ärgert, sondern es war dann einfach nur die Lust, ja, und auch bei den intimeren Szenen oder körperlichen Sachen habe ich mich einfach sehr aufgehoben gefühlt. Oder es ist ja immer heikel, wenn man es mit Kollegen zu tun hat, denen man nicht vertraut. Oder noch schlimmer, finde ich erfahrungsgemäß, wenn die einem nicht vertrauen. Also wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber misstraut mir und ich kann gewisse Sachen nicht machen. Und dann fange ich sofort an, mich zu genieren und zu schämen. Und dann traue ich es mich auch nicht mehr. Und bei Luise war es so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie vertraut mir und gibt mir auch das Gefühl, ich kann eigentlich machen, was ich will. So, und das ist natürlich so die schönste Ausgangssituation. Und auch, da gibt es diese eine relativ zentrale Szene, die nonverbal funktioniert, wo wir uns einfach nur angucken. Und da habe ich gemerkt, wie sehr man auch als Spieler so von ihr profitieren kann und wie das so ein Miteinander ist. Ich finde, dass es ihm gelungen ist, diese Zeit zu zeigen und zu beschreiben. Und ich hatte beim Drehen das Gefühl, wahnsinnig privilegiert zu sein, mich da reindenken zu dürfen und das zu durchleben. Und die Hoffnung ist, dass jemand, der den Film sieht, das auch so empfindet. Dass es einfach auch besonders ist, dass man in diese Zeit eintaucht, zurückgeht in die Zeit und versteht, was mit diesen Menschen war und warum die wie gehandelt haben. Und das nachvollziehbar zu machen, war eigentlich so der größte Ehrgeiz. Ja? Und das auch nachvollziehbar zu machen über ein hohes Maß an Emotionalität, weil ich empfinde den Film als wahnsinnig emotional und ich bin dann auch oft einfach glücklich, wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe und das Gefühl habe, ist es einem gelungen. Also man konnte emotional einsteigen und man konnte das beglaubigen und man konnte es auch nachempfinden im sprichwörtlichen Sinne. Und ich hoffe einfach, dass es, obwohl es sich um einen fiktiven Film handelt, wie ein Zeitdokument ist, was auch ein Stück weit mahnend sozusagen an diese Zeit erinnert. Willst du mich heiraten? Ich habe jetzt keine Ringe dabei, aber... Das ist ein Kuli-Ring. Der ist viel besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke. Gratulation. Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Dann froh schaffen. Ich will wissen, was genau Langfeld in der BRD treibt. Den paar Zentimeter. So waren wir da und doch nicht da. Luisa Langfeld hat gemäß Anordnung umgehend eine Krebsdiagnose erhalten. Was ist denn los mit dir? Alles in Ordnung? Was ist mit dir, Franz? Du hast mit Luisa Langfeld gesprochen. Was wolltest du von ihr? Ich kann das so nicht. Das kannst du nicht. Fällt es dir schwer, deiner Frau nichts zu erzählen? Bitte stehen Sie auf. Du musst mir immer alles sagen. Er beleidigt unser Volk. Sie fühlt sich auch einsam. Hör auf! Scheiße, Mann! Willkommen im Club. Willkommen. Warum ist er tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Mit wem haben Sie beim Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Hör auf!